Leva tohira curaisti gonswartlich in heiti welkom te dese karte bibelbetrachtung. Vernoo lees ik Johannes dat vierde kapitel de verse 19 wat 24. Da zei ik dat de vrouw zei to am, haar ik zei, dat du een profeet bist. Onze voorders hebben op dessen boek ongebet in de jude zei, Jeruzalem is de stad, wo man onbeten zal. Jezus zei to haar vrouw, glaub me, de tijd komt, dat je dem voorder nicht op diesem Berg ook nicht in Jerusalem anbeten worden. Je Samariter weet nicht, wat je anbeten. Wie weet er, wat wir anbeten, willst du das Heilchen von den Juden? Aber der Tietchen nu und es nu al, dat der wahrhaft je anbeten den voorder im Geist und in der Wahrheit anbeten worden. Nur so ne anbeten siegt der voorder. Gott ist Geist und der am anbeten macht er am im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus hat diese Frau mit ihrer Sünde konfrontiert. Und so sagt er, jeder Mensch, der in Sünde lebt, weiß dort und feilt dort, dass er sich nur Gott tieren soll. Er weiß dort, deib in sich, dass er Gott anbeten soll. Und so der auch diese Frau. Sie weiß dort, dass Gott die Anbetung gehört. Sei aus Samariter, der dort ab den Berg, wo dort wir in der Jüde sehen, in Jerusalem, was man anbeten. Aber Jesus merkt er klar und sagt, da kommt eine Zeit, wo der wahrhaftige Anbeter zu Gott, wo er irgendwo auf der Welt, wo sie sich befinden, Gott anbeten. Der steht, merkt nicht den Unterschied. Nicht der Zeug, nicht der Altar, nicht der Tempel oder irgendein Borch oder irgend sonst, wo eine besondere steht auf dieser Welt. Sondern dort ist eine geistliche Sache, wo man Gott anbetet und die passiert von heute. Und dort ist, was der Herr Jesus hier sagen will. Der wahrhaftige Anbeter, wo er Gott anbetet im Geist und in der Wahrheit. Und was meint das, Gott anbetet im Geist und in der Wahrheit? Das meint, dass vom Horte rührt, und ein Mensch rührt, der wahre Geburt ist, der eine geistliche Geburt erlebt hat, kommt der Drang rührt, Gott anzubeten. In einer Wahrheit meint, mit Ernst, mit ganzem Ernst, und mit Wahrheit, nicht halbfertig oder schleibrig oder mit halbtonen Augen, sondern meint Gott in Wahrheit anbeten. Und er sagt, so eine Anbeter siegt der Vater. Und der siegt er auch noch von dir. Gott siegt, so als er damals die nur Sohne, der am System anbeten. Der nur am kommen, mit ganzem Hort, im Geist und in der Wahrheit. Dort sind nicht Gebete, die man auswendig gelehrt hat. Dort ist nicht in der Zeug gesagt, um Sündach und vielleicht der Vater unser sei. Dort ist was ganz anderes. Dort ist ein Leben, das mit Gott verbunden ist durch den Geist. Und dort ist dort, was Gott sieht. Dort ist, was wichtig ist. Und dort sieht er auch bei dir und dort sieht er bei mir. Kriegt Gott diese wahrhaftige Anbetung von dir, liebe Tohira? Vor dem Himmel, wir danken dir, dass du uns diesen wunderbaren Tag gibst. Und wir wollen von dir ein besonderes Wies beten. Schenk uns das Verlangen und das Darsch nur dir, dass wir das Leben gewohnt haben, von was du geredet hast und was du anbeidet hast, durch uns schälen können und uns nennen schälen können, auch von uns wieder nur andere Menschen. Schenk uns wahre Anbetung, schenk uns auch wahre Buße. Wie sehen wir dort in diesem Text, Texte, was wir lesen, dort diese Früh, eine wirkliche Amt hier in ihr Leben prokuriert, von all der Schlechte, wollten erleben wir, und sie brücken das Wunder in diesen Geist in das neue Leben. Herr Jesus, du hast in deinem Wort gesagt, dass wir die beide Worte dem Wort von deinem Heiligen Geist geben. Und darum beten wir in deinem Namen. Amen.